Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier noch ein bisschen mit Gorn unterwegs. Mit dem Dude. Und ja, der will uns jetzt halt unterbringen. Alter, was? Nicht schon wieder so einer. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer, wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Ja. Komm, Gorn. Oh. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Jo, okay. So, was ist Troll denn? Nehmen wir mit. So, jetzt brauchen wir aber wieder was zu futtern. So, was haben wir da? Wir machen mal die Hellenpilze. Die brauchen wir ja nicht so dringend. Jetzt kommt das nächste Quest, da müssen wir 50 Hellenpilze hier sammeln. So, und dann die Sklavenbrot. Gibt sogar 15 Leben. Ja, auf zum nächsten. Wo könnte wohl das nächste sein? Hier, Baumstamm. Obwohl, ich wäre jetzt dafür, mal ins alte Lager zu gehen, da irgendwo zu pennen. Bei Diego können wir auf jeden Fall pennen. Können wir immer pennen. Wissen können wir auch was verkaufen, auf jeden Fall. So und so. Langer Weg auf jeden Fall. Also, ja, sind jetzt eigentlich wirklich nur noch zwei übrig, die wir finden müssen. Und ja, den einen haben wir, der da oben ist. Fehlt nur der da unten in der Mitte. Den einen da oben rechts, auf diesem Berg, den haben wir ja. Das war der erste, den wir hier für das Sumpflager direkt noch suchen mussten. Ja, wir gehen jetzt erstmal pennen, bei Diego im Bett. Vielleicht kuschelt er sich noch an uns, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber war es für dich gekocht? Und nicht gleich jeder so. Das erste Mal habe ich mal auf diese Fahrt. Es war schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht hat. So, und bis zum nächsten Mal. Hier in dem Lager, im alten Lager, können wir nichts mehr verkaufen. Und verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Wir haben 20 Lernpunkte. Wir könnten eigentlich Taschendiebstahl.
nichts erklärt. Beziehungsweise bis jetzt habe ich immer noch herausgefunden, wie man Tatendiebstahl kann. Für Gomez! Für Gomez! Was kannst du mir bei? Kommt drauf an. So, Taschendiebstahl Stufe 2. Ich will ein Meister der Taschendiebe werden. Ich denke, du bist gut genug, um in die letzten Geheimnisse eingeweiht zu werden. Du solltest aber wissen, dass es selbst den Besten manchmal passiert, dass sie bemerkt werden. Also pass auf dich auf. So. Und wie sieht's jetzt aus? Taschendiebstahl gemeistert 10%. Aber ich weiß noch nicht, wie man Taschendiebstahl macht. So, ich bin noch hier. Für Gomez. Für Gomez? Keine Ahnung, wie man Taschendiebstahl macht. Steht das irgendwo hier? Taschendiebstahl. Mit X kann ich. Ah, okay. Ich will es mal ausprobieren. Hinter dir! Okay, jetzt wissen wir, wie man Taschendiebstahl macht. Erstmal abwarten. Aber behalt für dich. Das heißt, wir können früher oder später jedem Einzelnen hier mal die Taschen ein bisschen leer holen. Okay, wir werden so oder so jeden Einzelnen hier noch aufs Maul geben. Also volles Pfund aufs Maul. Das war ja irgendwo ein Zitat aus Gothic 2, glaube ich, die Nacht des Raben. Werde ich auch noch auf jeden Fall hier nach direkt zocken. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber Gothic 2 habe ich wirklich tatsächlich selber noch nie gespielt. Ich habe da vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen mal kurz reingeschaut. Selber gezockt hat er noch nie. So, hier noch ein. Ja, okay, wir müssen so oder so erstmal hier komplett durch. So, die Waldbären nehmen wir mit. Wieso sind Kinder sind hier laut draußen? Hier nochmal Höllenpilze und Sklavenbrot. Komm, wir gehen mal hier unten. Und jetzt? Scheiße. Nee, nicht speichern. Laden. Ja, okay. Das war jetzt hochgelaufen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Aber auch nicht alles glauben. Egal, dann gehen wir noch immer da. Aufpassen, was man rumerzählt. Darunter. Darüber meine ich. Vorne.
liebe das Springen hier wirklich. Mit dem Rollen. Aber ich glaube mittlerweile, es wirkt, ist nicht wirklich schneller. Es ist schon langsamer, glaube ich. Zumindest wenn es einen Hügel hochgeht. Sklavenboot. Doch lieber hier oben rum. Wenn es überhaupt bringt. Jo, das haben wir geschafft. So, und dann da. Ah ja, stimmt, hier oben war ja dieser eine Dude. Nee, das wollte ich nicht. So will er immer einen Zauber. Sklavenbrot. Also von den Pilzen, glaube ich, bringt das Sklavenbrot am meisten noch was. Okay, das heißt dann, wir müssen das falsche Map. Das heißt dann, wir müssen komplett da nach Süden. Boah, ich habe das Gefühl, dass da unten ist jetzt das Orklager. Dass wir zum Orklager hin müssen. Springen ist doch nicht so schnell. Ich glaube, so sind wir schneller unterwegs. So, da kann ich auch keine Male mehr. Wir können Richtung Sumpflage erstmal gehen. Richtung des Orkfriedhofs und da dann eigentlich noch weiter vorbei. Und das wäre jetzt von hier aus der schnellste Weg. Anstatt dass wir der Straße ganz normal folgen. Wundert mich, dass die Brücke da, das mittlere Stück davon,
das irgendwie nie mit aufploppt von weitem. Ja, hier einfach weiter dran vorbei. Boah, bestimmt gibt es hier auch noch mehr Gegner. Noch mehr Erfahrungspunkte, die wir einsammeln können. Wir sind ja hier noch nie wirklich weitergelaufen. Ja, Warane. So, trotzdem erstmal ein Safe Game, nur um sicher zu gehen. Was will der immer mit dem Zauber? Yo, wie viele Warane? Okay, das hier führt uns nicht weiter. Und das heißt nochmal zurück. Und dann andere Richtung, also andersrum um den Berg. Ach, da ist er. Da wird auch irgendwo hingepackt. Nalu? So, den haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Der war wichtig. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt? Oh, fehlt noch ein bisschen. Knapp noch 2000. Schaffen wir locker. Hier kommen wir nicht weiter. Hier sind wir. Okay, jetzt eben einmal was für die Gesundheit tun. Das wird reichen. Nochmal ein Safe Game. Weil Bluthunde können uns schon noch ein bisschen Schaden zufügen. Das sind aber ein bisschen viele. Alter, was für riesige Münder die auch haben. Okay, das war jetzt ein bisschen älter. Wieso? Da soll die Zaubersprüche weglassen. Also, ich will nur gegen die zwei. Kommt der nächste. Noch ein.
tatsächlich sogar offen. Noch eine Spruchrolle. So. Keine Ahnung, was das für eine Waffe war, aber ich glaube nicht, dass die stärker ist als unsere. Amphore. Appel. Wir gehen noch mal kurz zurück, würde ich sagen. Vielleicht ist da ein Kollege, der Bock hat, uns zu helfen. Wer weiß. Können wir ein bisschen Vorarbeit auch noch schon mal machen, dort in der Burgruine da oben. Wir müssen durch die Burgruine noch mal zurück, bis hierhin. Aber vielleicht ist da ein Freund, der hilft. Ich glaube, gegen den kommen wir alleine nicht klar. Das ist ein Ork. Ork-Krieger. So, epischer Kampf auf der Brücke. Ork-Jäger. Den können wir aber nicht looten, aber wir können ja seinen Krusch-Warrock mitnehmen. Jetzt die Richtung, die ich gehen muss. Ah. Okay, warte, wir nehmen das hier. Und noch ein bisschen von denen. Jetzt eben den Weg hier suchen. Ouch.
Schalter. Warte, öffne ich hier was? Hier gestorben. Okay, aber wir wissen Bescheid. So. Und ich hier nicht nichts brauchen von hier oben. Jetzt brauchen wir nur noch einen Weg nach unten. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!